du trotzdem so eine Kackwischer hier? Nur im Stand, da können sie gut wischen. Müssen wir eigentlich schneller machen? Kann man die Wischer nicht schneller stellen? Soll ich mal nachgucken? Müsste doch eigentlich gehen, ne? Pass mal auf, jetzt nehmen wir mal einen Augenblick und gucken mal nach. Hier ist doch schon mal was. Guck mal. Das ist Intervall. Ist schneller, ne? Ja, guck mal, ist doch gleich viel besser. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2. Wir sind hier am Klo. Ich finde das ja witzig und ich denke immer mal, wenn er das so schön gemacht hat, hier mit den Geräuschen und alles, dass man das benutzen kann, dann muss man das auch mal machen, ne? Oder? Ist ulkig. Nur man kann sich leider im Spiegel nicht sehen. Das geht inzwischen ja tatsächlich auch schon. Teilweise. Kann man das auch benutzen? Nee, ne? Nee. Ja, so. Tür auf. Tür zu. Ja, wir wollten ja die Tour uns nochmal angucken da. Im letzten Mal. Ich habe gesagt, ich will die ja nochmal fahren. Die wird ja wohl noch da sein. Ich habe jetzt nur ein bisschen Pause gemacht. Spontane Tour war das. Neuendorf war das. Und zwar wollten wir jetzt genau die in die andere Richtung fahren hier. Die hier, ne? 301, Neuendorf, Freiberger Ring quasi wieder zurück. Den gleichen Bus nehmen oder mal den richtigen Bus, wie es sich gehört? Ja, eigentlich, ne? Eigentlich müssen wir das mal stilecht machen hier. Wo steht der? Oh, wo steht der? Lass doch mal Lucky Lucky machen. Fuhrpark. Werkstatt. Das ist auch bei den Oldtimern. Da hatten wir ja gerade. Das ist auf der Seite. Hier, der ist das, die 15, ne? Ja, die 15. Was haben wir hier eigentlich noch? Den müssen wir auch mal fahren hier. Der ist irgendwie auch schön. O305G, der Stülp und dann ist. Achso, das sind zwei. Auch nicht schlecht. Na gut, also ich merke mir die 15. Die nehmen wir jetzt. Alles klar. Lass mich raus. So. Ja, gut, das wird dunkel sein. Dann ist es ein bisschen leichter wieder mit dem Fahrschein verkaufen. Wir hatten übrigens bei den letzten... bei den letzten Hohen Kirchen auch keine Ansagen, weil wir den Setra hatten, ne? So, den wollte ich nämlich fahren, genau. Gucken wir mal. Erstmal auf Schäden kontrollieren. Am 6.6. auch schon wieder eine Weile her. Fast zwei Wochen. Alles gut? Was sagt der Sprit? Oh, die Maus ist schon wieder weg. So, Sprit 100%. Dominik Toretto hat als letztes gefahren den Bus hier. Na, den nehmen wir jetzt. Oh, Startpunkt Bahnhof, ne? Hauptbahnhof. Komisch, dass er das hier diesmal nicht hat, ne? War doch richtig gefahren. Von Bahnhof Neuendorf nach Freiberger Ring. 18 Haltestelle ist wieder Umlauf 4. Ja, ist genau die gleiche, nur zurück jetzt, ne? Haben nur schnell den Bus getauscht. Jetzt warten wir erstmal wieder. Aber das ist so. Ihr wollt das alles, dann kriegt ihr das alles.
Jetzt müssen wir warten, bis OMSI sich öffnet. Dies kann wie gewohnt bis zu 90 Sekunden dauern. Ja. Neunzig Sekunden ist schon eine Ansage. Wenn man so sitzt und wartet, ist das lang. Noch länger sind 90 Sekunden beim Zahnarzt, wenn er gerade schmerzhaft bohrt. Dann sind 9 Sekunden schon lang. Buh, 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 buh. Nun mach schon. Umgebungsverkehr so spät abends ist ja nicht mehr viel. Mal gucken, ob das jetzt sehr stark dunkel ist. Oder ob das jetzt schon so immer noch ein bisschen. Was hat denn da jetzt gepiepst? Hier hat irgendwas gepiepst. Irgendwo wieder Akku leer. Oh ja, doch, ist schon dunkel. Also jetzt müssen wir den in Gang bringen. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen umgewöhnen. Das machen wir auf. Den. Da. Und dann war das der, ne? Anlasser. Ah ja. So, jetzt ist das hier auch anders wieder mit dem. Mit der Heizung. Da kriegen wir bestimmt Gemecke. Ich habe fast den Verdacht, bei dem Cetra ist das abgewürgt worden. So. Okay, die Vorabheizung an. Lichter an. So, wo ist jetzt diese normale Heizung noch? Da kann man doch irgendwo noch ein bisschen was wärmer machen. Was ist das eigentlich hier? Jetzt ist die Lampe angegangen und ich weiß nicht. Naja, einfach mal irgendwelche Knöpfe drücken. Weißt du, ist meistens keine gute Idee. Na gut. Warte, möchte ich jetzt. Ach so, guck mal, da geht sie wieder aus. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob der Fehler vielleicht passiert ist. Haben wir hier irgendwo zufällig Fußgänger im Regen abends um 9 Uhr? Nee, wa? Gar keine Lackierung, ey. Aber der Bus gehört hier eben zu dieser Map. Das ist stilecht, das gehört sich so. Ich find's toll. Keine Fußgänger. Wie kann ich jetzt feststellen? Oh, ist mich gegen den Bordstein gefahren. Hier hat das Lenkrad in den Bauch gerammt, so ein bisschen. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, ne? Da hinten ist Fußgänger. Ah, nee, ist alles gut. Ist alles gut. Dann können wir das machen. So. Dann jetzt hier. 301 Umlauf 421 15. 301 Umlauf 4 21:15 Uhr vom Bahnhof. Losgelegt. Jawohl. Jetzt können wir hier sogar einen Ibis machen, aber ich glaube, der schildert nicht, oder? Schildert das Ibis? Nee, ne? Nee, das glaube ich nicht. Das ist ja Rollband. Dafür ist das ja. Das wäre dann Linie 30100. Eingabe. Und dann ist das die Route wohl 01, ne? Oh, nicht? Was wäre das denn? Lass mich doch mal jetzt so interessehalber gucken. Ibis-Codes. Kein Content. Ach, der Ibis gibt's gar nicht. Zielcodes? Vielleicht geht das Kurfürstenbrücke frei. 11. Vielleicht geht das. Route? 11. Auch nicht. Ja, dann wird das nichts. Dann können wir das hier gar nicht gebrauchen. Unfall? Nee, Route. Wie kann ich das alles resetten? Ach, ist jetzt egal. Das machen wir da zu Fuß. Also 301 und dann Freiberger Ring. Da. Alles recht simpel, ne? Und da steht's. Ich habe noch meine rote Schrift nicht an. Viertelstunde haben wir noch Zeit. Können wir noch mal durch den Bus gehen und gucken, ob alles in Ordnung ist. So, machen wir mal Scheibenwischer an. Den können wir wegklicken jetzt.
hier sieht alles gut aus. Also diese Kunstledersitze, das ist ja eher so ein, ja, ich kenne das. Wenn man da drauf sieht, das ist kein Leder, dieses glatte Leder, wo man so drauf schwitzen kann, ist das nicht. Das ist so ein bisschen porös, so Kunststoff zwar, aber eher so, oh, wie soll ich das jetzt... Wie so, wenn man eine Sporttasche hat oder so. So, ne? So ein poröses auch Kunststoffzeug. Und richtiges, glattes Kunstleder hat ja der andere. Da ist auch mehr Metall. Aber ja, gut. Ich finde die bombastisch gut nachgemacht. Achtlosigkeit kommt vor dem Fall. Also sie sind wirklich gelungen, die Busse. So, die ganzen Details, also das sieht schon toll aus. Hilfe, die nur ein Lächeln kostet. Ja gut, machen wir den weg. So. Dann würde ich sagen, stellen wir mal die Uhr ein. Wie sieht's aus? Warte mal, ich kann doch auch besser gucken. Da. 21.15, 21.17. Okay, dann stellen wir die Uhr jetzt auf 21.11 Uhr. Weil möglicherweise steigen da gleich ganz viele ein. Aber warte mal, ich muss ja warten. Machen wir noch eine Minute dazu. So. Nicht, dass der uns beim Ankommen da schon eine Minute draufhaut. So. Ah, der Lärmbus ist wieder da und ich sitze so weit vorne und so weit oben. Naja. So. Ah, da kann man aber ordentlich was sehen. Hier, da kann man richtig reingucken. Das ist angenehmer. Also hier die Verkaufsstation. Eine Tageskarte bitte. Tageskarte 6,50. 50 Danke. Pfennig zurück. War es das schon? Was sagt eigentlich die Temperatur? Draußen 19 Grad, im Bus knappe 17. Na, siehste. So. Licht ist ja an. Hier meine ich, ist das Licht stärker. Liegt das am Bus, liegt das am Wetter oder liegt das an der Map? Guck mal, die sind richtig hell an, die Lampen. Und beim anderen Bus war das immer so schwach. Meine ich zumindest. Ich mache jetzt eine Minute weiter und dann fahren wir, oder? Ja. So, da ist auch keiner mehr gekommen. Hauen wir ab. Auf geht's. Wo muss ich denn eigentlich lang? Achso, da rum. Ja, gut. Gut, dass jetzt hier keine LKWs rumfahren. Ist wahrscheinlich zu spät. So, Rochusbrücke ist 21.17 Uhr. Wir fahren ganz schön spät am Abend hier, ne? Boah, ist das ein Lärm. Ich muss mir da glatt leiser machen. Hört er mich noch? Ich hoffe sehr. Ich muss mal irgendwie... Kann das sein, dass die Scheibenwischer nicht fruchten? Die Scheibenwischer, die sind kacke, ne? Das hilft gar nichts. Ich sehe gar nichts, obwohl ich wisch hier. Ne? Die helfen gar nichts. Die Wischerblätter sind im Eimer. Ja, das ist ja doof. Das habe ich aber auch noch nie gehabt, den Fehler. Das ist ja blöd, dann sehen wir ja nur Wasser. So, kommt dann noch einer? Du wartest. Ah, jetzt geht wieder. Ja, okay. Nee, hier noch nicht rein, weiter hinten. Ah, jetzt ist wieder schlecht. Ah, Blitzer. So, hier müssen wir abbiegen. Ah, das ist ja richtig, richtig doof. Ich kann die auch nicht schneller stellen jetzt. Ich habe jetzt da nichts mehr belegt. Guck mal, die LKWs, die KI, die titschen auch gegen den Bordstein. Haha. Was denn?
gleich wieder auf, und ich weiß gar nicht, was war. Einfach so. Guten Tag. Meckern die. Hallo. Ja. Eine Kurzstrecke, bitte. Die Kurzfahrt. Da, ne? 1,30. 1,50, 2, 3, 5, Büdel. Einmal die Kurzstrecke. 1,50, 50, 2, 3, 5. Danke. Ein Fahrschein, bitte. 2,10, 2,20, 30, 40, 50, 3, 4, 6, 8, 10. Der hat nicht gegriffen. Hallo? Jetzt, ich darf nicht die Bremse rausmachen, dann kann ich die Tür nicht mehr bedienen. Das sind also Sachen. Naja, sind immer noch in der Verfügung. Das ist aber soweit gut. Ich mach mal die Heizung schon ein bisschen runter. Ich habe nämlich den Verdacht, dass das gleich sehr schnell sehr warm wird. So. Ein bisschen im Auge behalten. Nächster Halt Stadtgarten. Ach, ist er schon hier? Boah, was ist das? Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, es ist unglaublich. Dann glaubst du auch nicht. Gleich gewinnst du hier. Also jedes Mal muss ich mich darüber aufregen. Ne? Einen normalen Fahrschein, bitte. Aber klar, 2,10, 2,20, 2,50, 3, 4, 6, 6, 8, 10. 10. So. Klicke ich doch glatt daneben. Jetzt sitzt der Manfred auch noch hier vorne. Da kann der mir direkt so ins Ohr nölen. Olles Nölpferd. Ach, ist das schön. Ich find's herrlich auf Neuendorf. Ganz ehrlich. Finde ich gut. So, nächste Haltestelle, Rathaus. Aber die Wischerblätter müssen echt neu. Ist ja grausam. Hallo. Hallo. Guten Abend. So, dann geht's schon Richtung Südermarkt. Da, 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 da. Wir dürfen geradeaus. Bei 9:30. Naja, später am Abend unterwegs hier. Hallo. Jo, hallo. Bonifatiuskirche. Ah, jetzt müssen wir mal so gucken hier. Das ist schon ganz schön voll, der Bus. Car Music Shop. So, Ampel. Mach mal eine andere Farbe, genau. Haben wir uns gemerkt, wo ein Blitzer stand? Irgendwie nicht, ne? Bonifatiuskirche. Da will einer einsteigen. Ey, jetzt müsst ihr nicht an jeder Haltestelle rummaulen hier. Ich muss nur mal bremsen, wenn ich anhalten will. Guten Abend. Guten Abend. Danny DeVito mit zu kurzen Armen. Ja, da hat er auch einen Spruch gemacht damals. Der Frenkel. Der sitzt. Donaustraße kommt dann wieder. Aber erst wenn grün ist. So kann ich die Ampel gut sehen. Ah, ja, ja. 21 Leute, ja, ja, schon müde. So. Von der Zeit her sind wir gut. Wir haben leichte Verfrühung und die halten wir offenbar bis jetzt ganz gut.
Na, wolltest du mit, Kleiner? Was machst du eigentlich um die Zeit noch draußen auf der Straße? Wacker nach Hause fahren, ne? So. Was kommt denn? Dann kommt die Herrenbrücke. Alles frei, alles gut. Können wir rumziehen. Hier will keiner raus, hier will keiner rein. Machen wir weiter. Heinrich-Heine-Straße ist als nächstes dran. Es klappt das wieder nicht mit dem Wischen. Ich sehe nichts. Da achtest du immer drauf, dass alles repariert ist, dann hast du trotzdem so eine Kackwischer hier. Nur im Stand, da können sie gut wischen. Müssen wir eigentlich schneller machen? Kann man die Wischer nicht schneller stellen? Soll ich mal nachgucken? Müsste doch eigentlich gehen, ne? Pass mal auf, jetzt nehmen wir mal einen Augenblick und gucken mal nach. Hier ist doch schon mal was, guck mal. Das ist Intervall. Ist schneller, ne? Ja, guck mal, ist doch gleich viel besser. Hat sich gelohnt, da mal nachzugucken. Nächster Halt ist Schlüsselwiese. Ja, sicher, jetzt klappt das auch. Dann will ich nichts gesagt haben. Dann macht das ja Sinn, dass das bei zu langsamen Wischern nicht richtig funktioniert. Ah, verdammt. Jetzt haben sie mich gepackt. Mist. Wo man sowieso so schlecht verdient. Bin ich auch noch zur Kasse gebeten hier. Was sagt die Temperatur? 22. Siehst du, ich habe ja gewusst, das wird ein bisschen warm. Ich drehe den jetzt noch weiter runter hier. Soweit geht, haben wir den der Anfangsding halt mal aus. Ja, gut. Zeit. 1,8 auch gut in der Zeit. Wir sind in der Verfrühung noch. Alles bestens. So, Pauluskirche. Ganz schön viele Kirchen hier. Scheint eine fromme Stadt zu sein hier in Neuendorf. Pauluskirche. Ist die eigentlich auch da oder heißt der Platz nur so? Ist ja auch der Paulusplatz, ist ja auch gar keine Kirche. Sehe ich gerade mal. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Hier will keiner was. Fahren wir weiter. Was soll's? Fahren wir halt weiter. So, als nächstes Tierpark. Tierpark. Da ist aber wer. Jo. So. Aber ich hätte gerne eine Tageskarte. 6,50, 7, 8, 10. So. 63 bei 50. Naja. Das muss natürlich auch öffentlich im Chat geschrieben werden, dass das jeder sehen kann. Das ist doch peinlich. War ich so schnell? Dabei bin ich überhaupt gar nicht schlecht in der Zeit. Das hätte ich echt, das wäre echt nicht nötig gewesen. Guck mal, 2 Minuten Verfrühung. Da machen wir mal eine Minute vor, ne? Schnell. Hat das jetzt gewirkt? Nee, oder? Hier, Braunschweiger Straße. Das soll man auch nicht während der Fahrt machen. Weil da kann man nämlich nicht lenken, wenn das die Anzeige offen ist. Hallo. Hi. So. Dann nehmen wir jetzt auch die Spur. Ich glaube, die ist besser, weil wir da hinten schon wieder links müssen. Neug. Hallo, Neug. Neugeboren. Neugebauer. Da ist schon ein bisschen lichter geworden. Ach ja.
Hier im Bus ist es gemütlich. Es ist 23 Grad. Heidritzka. Und aber draußen ist es ungemütlich, nass und fies. Und hier schön gemütlich, ein bisschen durch die Gegend fahren, ist doch herrlich. Ja, so habe ich das empfunden als Kind. Wenn so ein Wetter war, kann mich daran erinnern, wenn ich mal irgendwie mit Müttern oder mit irgendjemandem losfuhr. Papa hatte das Auto, dann bin ich mit Muttern los, das war auch mal im Bus gefahren. Das ist sehr selten gewesen, aber es kam vor, das muss gewesen sein, so, ja, 1970 plus minus ein, zwei Jahre, also 1969, 70, 71, 72, so die Zeit. Da war ich dann so 4, 5, 6 Jahre alt. Da hat es sowas gegeben, das war auch schon dunkel, das war aber eher im Winter, ne? Und ich hatte Kohldampf. Und das war so ein Wetter. Und dann war das so gemütlich, weil wir im Regen rumgelaufen sind und im Regen auf den Bus gewartet haben. Als ich dann endlich in dem beheizten Bus gesessen habe und ja, das war gemütlich. Man konnte aus dem Fenster gucken, war warm, schön. Und man war bald zu Hause, da gab es dann erstmal Abendbrot. Und da habe ich irgendwie so eine Erinnerung an so eine Szene, an so eine Situation. Und das war wohl in so einem Bus. So, hier will wer raus. Wie heißt das hier? Hochwaldstraße. Und Tussikowski. Was sagt die Zeit? Genau pünktlich. Na ja, okay. Als nächstes Johann-Peter-Hebel. Straße? Johann-Peter-Hebel-Straße. Mhm. Weil dieses Gepläs da immer. So, grün ist grün. Hier ist niemand. Ja, bei dem Wetter, wer setzt sich denn dann da auf die Bank? Aber aussteigen will wer? Temperatur 23,7. Geht das schon wieder runter? Nee, oder? So. Jetzt müssen wir hier abbiegen, ne? Da kommt Waldsee. Nicht Walze. Waldsee. Der müsste ja dann auch da sein, der See. Der ist ja auf der Map zu sehen. Naja, gucken wir mal raus. Ja, da ist der See. Da ist er. Der Waldsee. Aber hier will keiner raus, keiner rein. Fahren wir weiter. Luftschiffplatz, genau, die meinte ich vorhin, beziehungsweise in der letzten Folge, wo wir hier gefahren sind. Da war da irgendwas mit Luftzeppelin oder so. Nee, Luftschiffplatz. So. Ist ja eine fiktive Map, ne, Neuendorf. Moinsen. Beziehungsweise abends. Die sagen ja hier guten Abend. Die sagen ja nicht moin. So, und jetzt müssen wir hier so ein bisschen lümpeln. Dann sind wir schon da. Das ging ja flottig. Flottig, karottig. Sehe ich nichts. Gucken wir außen. Muss da dran denken. Denk mal mit dran, dass ich da gleich die Rechnung bezahle. Manchmal dauert das einige Tage, bis ich dann wieder mal hier reingucke und dann sehe ich das, dann haben sie mir schon Strafe drauf gebrummt noch und so. Ja, passiert leicht mal. So, blinken wir besser. Oh, grün. Grün. Ja, da kommt Gegenverkehr. Jetzt richtet man nicht so auf hier. Ne? So, und da haben wir vorhin gestartet, wo sie alle mitgelatscht sind, so brav. In der letzten Folge. Oder war die vorletzte? Nee, war die letzte. Da sind wir hier gestartet, ja. So. Wollen wir mal gucken. Schaden mal begutachten. Guck mal, keine Verfrühung, keine Verspätung. Das ist schon mal toll. Und dann auch noch den stilechten Bus, der hier hingehört. So muss man das machen. Das ist so viel leichter als Hohenkirchen. Ehrlich. Aber naja, so. Erstmal abrödeln hier.
24 Grad, ne? Also wenn einmal wärmer wird, dann wird es warm. Da kannst du nichts dran ändern. Kannst du ruhig ausmachen, die Heizung. Einmal heizen, immer heizen. Hier aus, den ganzen Krempel hier. Das auch. So. Bremse reinziehen. Boah, lass dich doch mal anfassen. Bremse ziehen. Dann haben wir Lampen an. Was ist das eigentlich hier? Ist das angemacht? Ach, das ist Licht, ne? Oder? Nee. Ich weiß es nicht. Ist egal. So. Karre aus. Gang auch aus. So. Und dann wollen wir mal gucken, wie es ausgeht hier. Fahrt abschließen. Super. Ach ja, das wird ja spannend, ne, mit den Punkten. Ob wir die kriegen, da waren wir ja bei einigen ziemlich knapp davor. Vielleicht reicht das schon. Vielleicht machen wir ja schon den Aufstieg. Ich sehe die Maus wieder nicht, da ist sie. So. 96% habe ich oft, ne? Was gibt's an Gewinn? Ah, 380 Taler. So, zurück in die Büro. Jetzt müssen wir hier Hausaufgaben machen. Hat der Chef aufgetragen. Der will das unbedingt. Steht am schwarzen Brett. Ist ja schnell gemacht. Wenn man das alles schon geskillt hat hier, dass man da nicht diese Spielchen machen muss, ne? So. So. Und dann müssen wir ihn in die Werkstatt bringen und dann müssen wir den hier abstellen und dann müssen wir hier zurückgehen, dann müssen wir einmal tanken und dann müssen wir bestätigen und zurück ins Depot bringen. So. Und jetzt gehen wir ins Büro. Ja, es wird düsterer. Ja gut, das ist jetzt auch in der Realität inzwischen 21.21 Uhr. Aber hier ist es noch hell. Also richtig hell. So. Hier wollte ich hin. Dann gucken wir mal. Wie tut das denn Uetsehen? Erstmal gucken wir hier, gibt es denn Punkte? 12! Nochmal 6! Nochmal 8! Ja! 3159, was brauchen wir? 3160, pass auf, jetzt kommt der Burner, es fehlt ein Punkt. Es fehlt ein Punkt! Einer! Ein einziger! So, jetzt müssen wir vor allen Dingen gucken, kann das jetzt auch, wer weiß, wie viele Touren dauern, bis man wieder einen kriegt, wenn ich nämlich jetzt hier bei den Punkten gucke, ne? Also, fahre 5980 Kilometer, das heißt, hier fehlen mal noch fast 30 Kilometer. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, nur 4 oder was gefahren, das ist ja nichts. Also, dann fahre 445 Touren ohne Unfall, das sind schon mal noch 4 Folgen, die man machen muss. Dann hier fahre 6528 an, pünktlich an, 6400, das sind jede Menge, die da fehlen. Verkaufe 3700 Fahrkarten oder wir müssten noch 40 Fahrkarten verkaufen, das gibt keine Punkte. Es gibt eine Chance, es gibt eine Chance, wenn ich nämlich, boah, ist das Duster hier, mach doch mal die Funzel an, hier auch mal. So, damit man was sehen kann. Und hier drin ist auch so duster. Haben wir auch Licht? Ja, sicher. Ah, ist schon besser. Obwohl, so wichtig. Also, die sparen wohl am Strom. So, eine Chance gäbe es, wenn man hier rüber noch was findet. Schon wieder? Da gäbe es 3 Punkte. Ich brauche ja nur einen. Aber das ist ja auch erst... Ach je. Naja, vielleicht kriegen wir beim nächsten Mal da eine Tour und dann kriegen wir das hin. Endlich den Rangaufstieg machen. Ja, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal dabei und dann werden wir wohl endlich den Rangaufstieg kriegen. Erinnert mich... Ach, stopp. Kommando zurück.
Ich habe gerade noch gesagt, ihr sollt mich daran erinnern, die blöde Rechnung zu bezahlen. Finanzen. Eine Rechnung. Wie viel? 70 Euro. Na gut. So. Jetzt aber. Hurra. Bis dann. Bye bye und tschüssi.